Hallo und willkommen zurück zu Torment Tides of Numenera. Ja, zu unserem Buggy-Aura-Geräusch ist jetzt auch noch ein Buggy-Knistern durch die Waffe dazugekommen, die wir ihm hier gegeben haben. Aber das geht gleich weg, indem wir da reinspringen. Naja, reinklettern. Jetzt, wo du die Flüssigkeit, die den Teich geflossen ist, komplett gestoppt hast, wird ein Loch auf seinem Grund freigelegt, das der Größe eines ausgewachsenen Menschen entspricht. Das mit Doppel-S ist falsch. Aus ihm heraus bedringt das Klopfen eines gigantischen Herzens. Die Wände des Teiches sind glatt und steil. Sie führen in eine klaffende Öffnung. Du solltest über die fleischigen Wände durch die Öffnung in die Kammer darunter gleiten können. Das Seil um die Fluorröhre binden und es dazu benutzen, hinabzusteigen. Du befiehlst dem Seil, sich um eine der Fluorröhren am Rande des leeren Teiches zu binden. Du greifst nach dem Seil und kannst spüren, wie sich seine Textur deinen Händen anpasst. Weich und doch robust. Mit Fasern, die sich um dein Fleisch legen. Sicher, schnell und schmerzlos steigst du in die Kammer ab. Auf den letzten Metern musst du das Seil allerdings loslassen. Du befindest dich in einer Kammer rohen, pochenden Fleisches. Der pulsierende Ton ist hier viel lauter. Das Fleisch der Flor unter deinen Füßen zittert und zischt, als wäre ihr deine Berührung zutiefst zuwider. Während deiner Zeit in der Flor hat sie dich hassen gelernt. Ihr ganzes Bewusstsein ist nun auf dich konzentriert und bereit, dich ihren ganzen Zorn spüren zu lassen. Komm nur her. Wollen wir ja sehen. Boah, das scheint wohl der Kern zu sein. Dann sollten wir den oder vielleicht beide mal wieder hochpumpen. Yes. Haben wir irgendwen da heilen können? Dass ich das effizienter benutzen kann? Nö. 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 Nö, okay. Hat jemand Unfähigkeit zu heilen? Die? Okay. Ja, dann machen wir das einfach alles mit dem Hauptcharakter. Also, Heili auf Ritis. Aha. Was sagt seine Gesundheit? 17 von 42. Ich verstehe auch nicht, wie viele wir noch davon haben. Da. Ja, knallen wir das hier noch da drauf und dann sollte auch gut sein. Viel zu leise. Okay. Dann werden wir mal weiter. Das ist der Abikos. Mit dem kann man reden. Aha. Dann fangen wir mal eine Diskussion an. Grund ist Natur. Dieses merkwürdige, gekrümmte Wesen ist ein Abikos. Du vermutest, dass es sich um dieselbe Kreatur handelt, die du aus der Zyste im gewaltigen Innern befreit hast. Sie scheint damit beschäftigt zu sein, die krabbelnden Schlünde zu jagen. Du hast gehört, dass Abikos transdimensionale Energien fressen, die sie versuchen. Sie versucht also vermutlich, an die Risse innerhalb der kleinen Schlünde zu gelangen. Lass die Kreatur in Ruhe. Okay. Also müssen wir nur den da zertrümmern. Ja, das Ding macht Aua. I bet your ancestors felt that. Ja, da können wir jetzt eigentlich schon abwarten, bis die rankommen. Okay, vielleicht sollten wir das Ding da angreifen, da hinten.
Wobei, erstmal machen wir die. Die da kaputt. Also muss ich eine Bewegung wahrscheinlich verbrauchen, um aufzustehen. Die stehen aber schön nebeneinander. Mhm. Na, die macht nicht so wahnsinnig viel Aua. Aua, hab gedacht, er hat gesessen. Oh, ich glaube, die sind neu gekommen, kann das sein? Dann laufen wir einfach mal weiter. Dicke mit Venen übersäte Säcke, die mit Flüssigkeiten und Gasen gefüllt sind, blockieren deinen Weg. Du könntest sie aufreißen, aber nicht ohne damit den Zorn der Flor auf sich zu ziehen. Na, wir können uns leider nicht bewegen, also werden wir da einfach einmal draufkloppen. Okay. Come, taste your death. Ouch. Okay, die stehen zumindest alle beieinander. So, mit der schlagen wir das Ding jetzt auf. Oh. Die Säcke zerbersten, ein widerlicher Geruch fegt durch den Raum und du musst unweigerlich würgen, aber immerhin ist der Weg nun frei. Ein tiefes Grummeln in den Eingeweiden der Flor erschüttert die Kammer. Stimmen der Flor zwischen und kreischen vor Wut. Zwischen? Eine transdimensionale Spalte öffnet sich und einige Menschen stolpern heraus. Aha. Hitzler, ne, Kritzler. Ach, das ist der von da oben, okay. Der große Verschlinger hat uns zum Herzen gerufen. Du erkennst die schrille Stimme als die des Flurkultisten Kritzler. Ein Eindringling und Schänder quält unsere Gottheit. Bestrafen wir ihn, Brüder. Ja, ja, macht ihr mal. Na, der kann natürlich wieder nichts machen. Da geht uns langsam die Dingspuster aus. Der wäre auf jeden Fall direkt tot. Andererseits wäre es vermutlich sinnvoll, einfach weiterzulaufen. Um dann den Oberhorsch die eine reinzudrücken. Aha. So, dann machen wir einmal das hier. Damit treffen wir alle drei. Come, taste your death. Autsch. Okay, aber die anderen sind so weit weg, denke ich. Ah, okay, da können wir... Ja, klar, dann sind sie nicht so weit weg. Doch!
Oder der muss eine Aktion verbrauchen. Autsch, die können schießen. Bei der eine nur. Nee. Schweine! Das könnte vielleicht auch schmerzhaft werden. Okay, wir wollen dadurch zerschlagen. 20%, na, das wird wohl nichts, aber gut, wir haben eh keine Wahl. Fleischige Haut absorbiert einen Angriff, außer dem Absondern eines strengen, stickigen Geruchs scheinen sie nichts zu bezwecken. Der hat noch genug Kraft, der kann das dann zertrümmern. Die Säcke zerbersten, ein widerlicher Geruch fegt durch den Raum und du musst unweigerlich würgen, aber immerhin ist der Weg nun frei. Ein tiefes Grummeln in den Eingeweiden der Flur erschüttert die Kammer. Stimmen der Flur zwischen und kreischen vor Wut. Ja. Fettige, graue Röhren transportieren eine dünne, ranzige Flüssigkeit in die hügelige Wand des Herzens. Ein riesiger Muskel zieht sich zusammen und pulsiert, als würde er durch einen gottgleichen Willensakt geschlossen gehalten werden. Versuche, die Muskeln zu entspannen, die den Zugang versperren. Schneide den Schlund mit dem transdimensionalen Skalpell auf. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. You cannot contain me, fools. Okay. Die muss sich... Wahrscheinlich ist die so oder so im Arsch. Und die kommt da auch nicht raus, so ohne weiteres. Vielleicht können wir noch irgendwas Sinnvolles machen. Allen Charakteren in Reichweite 15 Energieschaden. Feuert einen Strahl bei jedem hinzu. I can't have miscalculated. Ja, die ist jetzt eh im Eimer. Ach nee, das war keine... seltsam, okay. Bewegen kann die sich jetzt nicht mehr. Sehr eigenartig. Kann überhaupt nichts mehr machen. Kann auch draufhauen. Na, weiterklicken können sie. Ne. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Ich kann nichts mehr mit dem Charakter machen. Ja, kaputt. Laden! Naja, ich meine, rein theoretisch. Ja, aber das ist auch abgeschlossen. Also wir müssten auf jeden Fall durch zwei durch. Da haben wir auch noch eine Zungenansammlung. Ah, okay. Da auch. Da könnte man vielleicht auch mit hantieren. Hm.
Naja, wir schlagen den da zu Klump. Vielleicht haben wir mit dem auch andere Optionen, außer nur draufzuschlagen. Schneidet den Schlund mit dem transdimensionalen Skalpell auf. Ja, wunderbar, da brauchen wir noch nicht mal. Brauchen wir noch nicht mal hier Dings da zu verwenden. Stand before me. Ja, ja, Mann, du machst das schon. So, wie weit kann die laufen? Okay. Mit 3 Stärke wird die das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber das Aufschneiden war anscheinend auch nicht so schlimm, wie das so drauf krummknüppeln. Also lassen wir das einfach mal so. Ah, okay. Wunderbar, der Haupttyp ist nicht... nicht umgefallen. Grausamer Sturzflug. Doch, damit erwischen wir beide. 22. Nothing can stop me now. Okay. Schlitz, Schlitz. I must find a way to shake this off. Die hat jetzt nur eine Option. Aber den kriegt sie nicht tot. Und dann kommen die Pappnasen von da hinten. Nachricht an den nächsten Himmelskörper folgt ein Strahl, der bei jedem Zug den nächsten Gegner 28 Energieschaden zufügt. Dann setzen wir das da hin. Wird wohl jetzt umfallen. Out of the question. I do not end like this. Nee. Naja, ich nehme mal an, dass das zu Ende ist, sobald wir das hier zerhackt haben. Versuchen die Muskeln aufzustemmen. Kanäle zu lösen mit den... nehmen wir das hier.
drückst deine Arme hinein, massierst und ziehst. Die Muskeln dehnen sich aus, während du in ihnen herumwühlst. Schließlich beginnen die Fasern nachzugeben. Bedauerlicherweise reicht es nicht. Du musst den Schließmuskel noch weiter schwächen, bevor er sich öffnen lässt. Okay. Ja, der müsste laufen, wenn der da irgendwie lebendig rauskommen will. Der hält nicht mehr so lang. Da kann ich nur hinlaufen, aber dann keine Aktion mehr durchführen. Ja, ich schätze mal, um die ist es jetzt gewesen. Probability shakes at my coming. Ach ja, der ist ja auch noch da, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Klar. Der ist dann wohl im Eimer. Wahrscheinlich hätte man auch mit diesen Viechern hier hantieren können, aber... Ja, es könnte wohl eng werden. Aber die lebt auch noch. Also, machen wir erstmal Schlitzi Schlitzi. Achso, die ist das. Die Muskeln zu entspannen und den Zugang versperren. Versuchen, einen der Kanäle zu lösen. Guck mal das hier. Das ist auch Schwachsinn. Naja. Okay, das war nicht so erfolgreich. Dann kann sie auch nichts mehr machen. Neben. Mhm. Schneide den Schlund mit dem transmersonalen Skalpell auf. Du schneidest mit dem Skalpell durch die Muskeln, die das Herz schützen. Sie werden entzweigeteilt und fallen ab. Giftige Flüssigkeiten werden von der Wunde abgesondert und das Pulsieren des Herzens wird rasend schnell, als wäre es in Panik geraten. Du schneidest genug frei, um ihn durchkriechen zu können. Die konnte nichts tun. Das heißt, ich muss jetzt die Runde noch mit dem Hauptcharakter überleben und das ist überhaupt kein Problem, denke ich. Es sei denn, die schießen mich jetzt kaputt. Ich hätte das natürlich auch von Grund auf friedlicher machen können, indem ich halt da irgendwas geopfert hätte und der Flor halt nicht
so ein Ärgernis gemacht hätte. You're right where I want you. Ja. In die Untiefen. Ja. Wir sind jetzt im Herzinneres. Vor dir siehst du eine Masse von Florzungen, größer als die, die du bisher gesehen hast. Sie wogen sanft, als würden sie dich zu sich winken. Deine Begleiter zögern und sehen dich an. Kelisic, was fällt dir dazu ein? Ich bin normalerweise immer für Experimente zu haben, aber das hier, sie sieht dich an. Ihr Gesicht ist kreidebleich. Niemand weiß, was es dir abverlangen wird, Kind. Sieh mich an und sag mir, ob du dir so ein Schicksal wünschst. Und deines könnte noch schlimmer sein. Sie dreht sich zu der sich schlängelnden Masse um. Überleg dir gut, was du zu opfern bereit bist. Das ist mein Rat für dich. Wie viele meiner Schwestern würde ich für mich weggeben? Ich wage es nicht einmal zu denken. Hast du einen Rat für mich, Matkina? Dieses Ding, sagt sie, ohne je ihren argwöhnlichen Blick davon abzuwenden, hat die Leben von mehr Menschen zerstört, als du je getroffen hast. Es ist ein hungriges Raubtier. Sie wirft dir nur einen kurzen Blick zu, bevor sie sich wieder auf die Ranken der Flur konzentriert. Was du auch tust, du musst die Kontrolle behalten. Leiste Widerstand. Zeig, dass du stark bist. Ansonsten wird dich die Flor verschlingen. Es wird ihn sowieso wahrscheinlich als Ganzes verschlingen. Aber naja, er hat es soweit geschafft. Was denkst du, Iritis? Was ich denke? Nichts? Er grinst breit. Aber das ist das heldenhafteste Abenteuer, das jemals jemand begangen hat, nicht wahr? Kelisic, vielleicht kann ich hier drin deine Hilfe gebrauchen. Daran zweifle ich nicht, Liebes. Aber du wirst darauf verzichten müssen, das ist weit mehr, als ich mir selbst zutraue. Wenn du wirklich diesem Ding gegenübertreten willst, wirst du es alleine machen müssen. Denk dran, was du alles lernen könntest. Wie viele Menschen konnten und je das Herz der Flur berühren. Sie runzelt die Stirn. Daran habe ich gedacht. Keine meiner Schwestern will gehen. Vielleicht muss es diesmal wirklich ich sein. Sie nickt entschlossen. Gut, ich komme mit. Wirst du mit mir gehen, Iritis? Machst du Witze? Ich wollte dich fragen, ob du mich begleitest. Ja, lass uns dieses Biest in kleine Teile hacken. Lass uns zusammen reingehen, Matkina. Sie macht große Augen. Bist du verrückt? Sie musterte ich. Ja, vielleicht bist du das. Aber ich bin es nicht. Die Flor ist der Horror. Wenn du ihr wissen willst, musst du es ohne mich holen. Ich schaffe das nicht alleine. Es wird schon gut gehen. Sie runzelt die Stirn. Das glaube ich nicht, aber ich schulde dir was. Gut. Versuch uns nicht beide umzubringen. Alles klar, fangen wir an. Vor dir ragt eine verdrehte Masse von Röhren, Arterien, Wurzeln und Zungen auf, die sich im trüben Licht auf- und abbewegt und pulsiert. Das Fleisch schimmert in ekligem Lila und Schwarz und ist mit Pusteln und abgestorbenen Gewebe überzogen. Florstimmen versammeln sich und schwirren wie Fliegen um dich, summend, schnatternd und fauchend. Millionen von ihnen, alle Stimmen, die das Gehirn der Flor ausmachen, treffen an diesem einen Ort zusammen. Als du näher kommst, umgeben dich Florzungen, die dich nass und ekelerregend umarmen. Obwohl sie fest sind und eine körperliche Form haben, kommen sie irgendwie durch dein Fleisch hindurch, stoßen in deinen Kopf, deine Glieder und deine Eingeweide, wo sie ein prickelndes und heißkaltes Gefühl in deinem ganzen Körper verursachen. Eine Vielzahl von Florstimmen zischt und brabbelt vor Zorn. Du verstehst nicht, was sie sagen, aber es ist klar, was sie meinen. Du gehörst hier nicht her. Die Stimmen dringen in deinen Geist ein und wischen deine Gedanken beiseite, während sie selbst darin einrichten. Wenn sie sich selbst darin einrichten. Deine Begleiter stöhnen, weil sie in derselben Umarmung gefangen sind. Intellekt dich gegen die Florstimmen wehren. Du greifst nach dem magmatischen Ring, schließt deine Augen und konzentrierst dein ganzes Bewusstsein auf einen einzigen Gedanken. Raus hier!
Dein Gedanke wurde durch den Ring vergrößert und schneidet durch die Kakophonie der Flurstimmen. Du denkst die Wörter erneut. Raus hier! Dieses Mal übertönt deine innere Stimme ihre. Sie zwitschern und summen vor Verwirrung, da ihr Ansturm zusammengebrochen ist. Jetzt erteilst du ihnen Befehle. Raus hier! Sofort! Sofort verwandeln sich die Stimmen in ein frustriertes Fauchen und zu Wutschreien. Und sie fliehen aus deinem Geist. Die Stimmen entfernen sich. Sie flüstern und brummen sich gegenseitig etwas zu. Kaum hörbar, wie ein Rat, der hinter einer schweren Tür tagt. Dir fällt auf, dass du dich wieder bewegen kannst, wenn noch nur langsam und unbeholfen. Die schlängelnden Zungen, die sich mit deinem Fleisch verschmolzen haben, schränken dich ein. Ein leichter Waffenstich mit dem transdimensionalen Skalpell ins Herz. Das klingt gut, aber das machst du bitte. Du steckst das Skalpell tief in die Masse von Röhren und Arterien. Flüssigkeiten laufen dir über den Arm, heiß und kribbeln. Die Florstimmen schreien, Millionen von ihnen, und schwärmen dann in deinen Geist. Die Florstimmen graben sich tief in deinen versteckten Erinnerungen ein. Dieses Mal verstehen sie anscheinend das Muster, die geheime Anordnung der Erinnerungen deines Erzeugers. Momente aus der Vergangenheit des wandelnden Gottes blitzen vor deinen Augen auf, aber sie sind zu schnell, um sie zu verfolgen. Endlich kommt eine Erinnerung an die Oberfläche und die Stimmen versuchen. Genau danach haben sie gesucht. Du stehst mit einer Frau auf einem Goldkreis. Der Himmel über dir ist klar und blau. Mila West. Die Frau ist dir wohl bekannt. Sie hat dir vor Jahren geholfen, diesen Punkt zu wählen. Und genau sie hat auch mit dir zusammen diese Enklave gebaut. Ihr Gesicht hat sich verändert. Es ist schwer von der Zeit gezeichnet, das Fleisch verrottet, was die glänzenden Muskeln darunter freilegt. Sie wendet sich von dir ab, als ob sie ihre Hässlichkeit verbergen wollte. Nicht mal deine Arbeit hilft gegen die Zeit. Nein, Maralel, sagst du. Ich habe keine Möglichkeit, dich zu reparieren, aber du brauchst deswegen nicht in Schande zu leben. Du schenkst ihr eine Maske, deren Gesichtsausdruck rätselhaft ist und die mit einem verworrenen Goldmuster geschmückt ist. Hübsches Ding, sagt sie, unfähig, die Bitterkeit in ihrer Stimme zu verbergen. Ich könnte mein Gesicht auch mit Bandagen einbinden oder mir einen Sack über den Kopf ziehen. Setz sie auf, sagst du mit Nachdruck. Es steckt noch mehr hinter dieser Maske. Sie hört es in deiner Stimme und hält sich dein Geschenk vor das Gesicht. Als sie das tut, endet die Erinnerung abrupt abgeschnitten von einem Chor von schreiender Flor. Sie zwitschern dich an. Aber das Warum ist dir genauso wenig klar wie die Sache mit Maralels Maske. Warum wolltest du diese Erinnerung? Die Stimmen zischen und stöhnen leise, alle auf einmal. Kurzzeitig erscheint ein Bild von Maralel, der ersten Verstoßenen, vor deinem inneren Auge, wie sie die Maske zu ihrem Gesicht führt. Zeig mir den Rest der Erinnerungen. Die Florstimmen zwitschern und klicken, sie kommen aus der Nähe. Sie haben sich um dich wie ein Rudel Bestien versammelt. Du kannst ihren Hunger spüren. Wenn du den Rest der Erinnerungen sehen willst, musst du sie mit anderen Erinnerungen füttern. Erinnerungen, die etwas mit dem zu tun haben, dessen Zeuge du gerade warst. Form in deinem Geist ein Bild, wie du die Flor erneut verletzt. Das klingt gut. Ja, Schmerzen. Scharfe, heftige Klicks schneiden durch deine Gedanken und das Zwitschern wird schärfer, aggressiver und kommt näher. Die Botschaft scheint klar zu sein. Die Flor hat keine Angst vor dir. Dann machen wir Gezeitenwelle. Kabams. Gezeitenaffinität. Du beschwörst die Gezeitenenergien in dir, formst sie zu vorgestellten Szenen mit deinem Erzeuger und Maralel und lässt sie vor deinem geistigen Auge abspielen. Es ist einfach, Elemente dessen einzuarbeiten, was du über die erste Verstoßene weißt, und sie damit dann mit Geschichte zu vermischen, die du von anderen gehört hast. Zum Glück beherrschst du die Gezeiten nahezu perfekt und die Florstimmen können dem illusionären Festmahl vor ihnen nicht widerstehen. Sie verschlingen die Erinnerungen so schnell, wie du sie entwerfen kannst, und fressen sich mit Falschheiten und Lügen voll. Du erkennst den Mann sofort. Es ist Matzov, der Verstoßene, den du im Lebensbild von Cerian, Tagesläufer, getroffen hast. Dein erster Gedanke ist, dass die Flor wohl irgendwie den falschen Mann freigelassen hat, aber nein, Memovira hat dich getäuscht. Ischen ist Matzov. Im Moment erholt sich Matzov von all den Qualen und bekommt kaum mit, was um ihn herum vor sich geht. Er hat dich noch nicht mal gesehen. Löse dich von den Florzungen. Du ziehst an den Florzungen, die mit deinem Körper verschmolzen sind, aber sie bleiben fest an dir haften. Während die Flor die Erinnerungen deines Erzeugers an Maralel verdauen, kehren Teile davon zu dir zurück.
Die unvollendete Erinnerung von Mila West steigt an die Oberfläche und spielt sich vor deinem inneren Auge ab. Du begegnest Maralel, der ersten Verstoßenen, wie sie die Maske hält, die du ihr gegeben hast. Zieh sie an, hörst du dich selbst sagen, und sie legt die Maske auf ihr Gesicht. Sofort verschmilzt sie mit ihrem Fleisch und ihr Gesicht wird zu dem einer hübschen jungen Frau. Ihre Augen weiten sich, nachdem ihr klar ist, dass sich etwas verändert hat. Du hältst ihr einen Spiegel hin, damit sie es sieht. Sie lacht laut, etwas, das du schon jahrelang nicht mehr von ihr gehört hast. Du sagst ihr, dass sie ihr Gesicht ganz nach Belieben verändern könnte. Probier es aus. Maralel nickt, sieht vorsichtig in den Spiegel und ihr Gesicht verändert sich in das einer alten Frau. Dann in das einer armseligen Bettlerin, dann in das einer Varangelin und in das von dutzenden anderen Personen. Das letzte Gesicht, das du siehst, ist das einer dunkelhaarigen Person. Es ist das der Memovira. Begleitet von einem klaren Hungergefühl der Flor, verblasst diese Erinnerung. Du hörst Matkina heftig atmen. Irgendwie hat die Flor auch ihre Erinnerung, ihr diese Erinnerung gezeigt. Direkt vor meiner Nase, flüstert sie. Sie war direkt vor mir. Die ganze Zeit über. Die Bedeutung davon ist völlig unklar. Memovira ist eher eine Verkleidung, eine Maske, die die erste Verstoßene verbirgt. Sie hat jahrelang unter einer falschen Identität gelebt. Gerade als du über diese Offenbarung nachdenkst, gleiten die Florzungen schmerzlos aus deinem Körper und lassen dich frei. Sie zeigen kein weiteres Interesse an dir und die flüsternden Stimmen sind aus deinem Kopf verschwunden. Matzov erhebt sich und umklammert sich und erbricht ohne Vorwarnung einen Klumpen geronnener schwarzer Flüssigkeit auf das glänzende Fleisch zwischen seinen Füßen. Kabel laufen kreuz und quer über seine Haut und das Fleisch dazwischen ist von kleinen roten Wunden verunstaltet. Götter, knurrt er. Götter! Er sieht zu dir auf. Seine mechanischen Augen mit ihren ineinander verschachtelten Rädern drehen sich und sein Blick fällt auf dein Gesicht. Du bist der Verstoßene, der Cerian Tagesläufer geritten hat. Was zur Hölle machst du hier unten? Wie hast du mich gefunden? Ich dachte, ich würde jemanden namens Ischen befreien. Doch stattdessen bist du aufgetaucht. Du hast schon den richtigen befreit, sagt er. Ischen ist mein Spitzname, kurz für Ischenitsa, weil ich aussehe wie einer. Was auch immer es ist. Aber es gibt nur eine Person, die mich so nennt. Er hält inne, grinst zynisch. Die erste hat mich geschickt, nicht wahr? Hat dich geschickt, nicht wahr? Keine Überraschung. Alleine wird sie die Resonanzkammer nicht zum Laufen bekommen. Wenn man nicht weiß, was man tut, kann man das Ding nur zu leicht zerstören. Etwas in diesen Worten gesprochen mit seiner Stimme weckt eine Erinnerung in dir. Resonanzkammer, Resonanzkammer, das Gefühl wird stärker. Er verzieht das Gesicht und beißt die Zähne zusammen. Götter, es gibt wahrlich Schöneres, als Gast der Flor zu sein. Sie hat mir ihre Zungen in die Gedärme gesteckt und mich so zwangsernährt und meine Lungen mit Gallensekret gefüllt. Ich weiß nicht, was du getan hast, um mich rauszuholen, aber danke. Er spuckt schwärzlichen Schleim über seine Schulter. Also, wie kommen wir hier raus? Sie wartet auf uns und du weißt ja, sie wartet nicht gerne. Moment mal, wie bist du überhaupt hier gefangen geworden? Ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht. Bis eben dachte ich, für die Memovira arbeiten. Wie bist du überhaupt hier gefangen geworden? Die Flora hat mich geholt, sagt er mit einem beiläufigen Schulterzucken. Keine Überraschung, sie ist nicht glücklich mit der Ersten, aber das weißt du vermutlich bereits. Also hat sie mich geholt, weil sie weiß, dass ich der Ersten wichtig bin. Er sagt das nüchtern, ohne den geringsten Anflug von Stolz. Wie auch immer, ich sollte zurück zur Ersten. Sie wird, er winkt ab. Nun, du kennst sie ja. Ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht. Bis eben dachte ich, ich würde für die Memovira arbeiten. Seine Miene wird hölzern. Skist, sagt er und reibt sich die Stirn. Hör mal, sag ihr nicht, dass ich etwas gesagt habe. Das Letzte, was ich im Moment brauchen kann, ist, dass mich jemand anschreit. Schon gar nicht sie. Das sind die schlimmsten Kopfschmerzen meines Lebens. Doch jetzt breiten sich auch in deinem Kopf Schmerzen aus. Besorgnis macht sich auf Matzovs Gesicht breit und er streckt den Arm aus, um dich aufzufangen. Als du nach vorne kippst, du bist unter Wasser. Ein abklingender Sonaralarm schlägt noch kurze Wellen im Wasser und verstummt dann. Ein unsichtbarer Druck presst gegen deinen Körper und deine Schläfen. Ein Gibra mit der Tätowierung eines Verstoßenen schwimmt aus der Tiefe auf dich zu. Ich hätte es wissen müssen. Du brauchst etwas von uns, um deine Resonanzkammer zu vollenden. Nicht wahr, Vater? Er betrachtet dich verächtlich. Du hast nichts gelernt. Du würdest alle von uns opfern, nur um deine eigene Haut zu retten. Genau wie die Erste. Ihr seid beide blind vor Stolz. Du irrst dich, Tom. Du faust ihn an, aber seine Worte haben dich erschrocken.
Soll das heißen, Mara lebt und verfolgt ihren eigenen Plan, um den Kummer zu stoppen? Sie muss aufgehalten werden, was sie auch plant. Es wird gefährlich. Ich habe die Resonanzkammer gebaut, um uns alle zu retten, sagst du. Sie ist stark genug, um den Kummer zu schwächen. Ich kann die Kreatur töten. Eine Halbwahrheit. Die Kammer ist zweifellos mächtig, aber wer weiß, ob es ausreichen wird, um den Kummer zu töten. Wirst du dich dann bei mir entschuldigen, selbstsüchtiges Kind? Mich um Vergebung anflehen? Du lügst, wie immer. Tom spricht ruhig und gefasst. Auch wenn Maralel und du aus unterschiedlichen Motiven handeln, das Ergebnis eurer Pläne wird dasselbe sein. Die Vernichtung aller Verstoßenen, das werde ich nicht zulassen. Er macht eine komplizierte Geste mit seinen Fingern und der Druck auf deinen Kopf nimmt noch zu. Toms Stimme wird dumpf und verklingt, als dein Geist, das Bewusstsein deines Erzeugers, dem gefangenen Körper entflieht und ihn bei dem Gibra zurücklässt, um einen neuen Wirt zu finden. Du kommst wieder zu Bewusstsein. Die Kopfschmerzen lassen nach. Du hast einen salzigen Geschmack im Mund. Mehr Wasser oder Blut? Dein Gesicht wird in Licht und feuchte Hitze getaucht, als die Flur ein transdimensionales Portal öffnet. Du kannst nicht sagen, wohin es führt, aber es ist zweifellos der einzige Ausgang. Irgendjemand, Matzov, stützt dich und hält dich aufrecht. Matzov, was hat die Erste mit der Kammer vor? Sie will die... Er sieht dich seltsam an. Vielleicht fragst du sie das besser selbst. Ich weiß nicht genug darüber, was hier vorgeht. Auf jeden Fall wird es uns vom Kummer befreien, ohne dass wir alle in den Geist von jemand anderem gesaugt werden. Das sollte reichen. Er zuckt mit den Schultern. Ohne mich schafft sie es aber nicht. Ich sollte zu ihr zurück. Aha. Dieses kugelförmige Objekt besteht aus ungewöhnlichem goldgrünem Metall. Das Objekt scheint sich ständig zu bewegen und in verschiedene Richtungen zu rotieren. Doch wenn du es festhältst, kannst du nicht den leisesten Hauch von Reibung spüren. Du spürst das Klicken und Drehen von zahllosen Mechanismen am Apparat, die eine beinahe unerträgliche Hitze generieren. Er klopft dir unbeholfen auf die Schulter, humpelt an dir vorbei in das Portal und verschwindet. Erst als er weg ist, bemerkst du die glitzernden Umrisse eines Objekts, wo zuvor Matzov zuvor gestanden war. Ein Lebensbildbetrachter. Er muss Matzov aus der Tasche gefallen sein. Du wischt den Schleim von den Gelenken der Maschine und steckst sie ein. Aha, Lebensbildbetrachter. In die Untiefen. Näher. Kehre zum Emuvira zurück. Ich habe Ishen aus dem Herzen der Flur befreit. Wie sich herausstellt, handelt es sich in Wahrheit um Matzov, einen Abgeworfenen, dem ich schon einmal begegnet bin. Und die Memovira stellt sich als die erste Abgeworfene heraus, die sich seit Jahren in der Flur versteckt. Es ist an der Zeit, zu ihrer Festung zurückzukehren und sich ihr gegenüberzustellen. Ich habe eine Erinnerung gesehen, als ich Matzov gefunden habe. Ein Gibra-Abgeworfener namens Tom hat dem wandelnden Gott erzählt, dass sowohl sein Plan als auch der Ersten alle Abgeworfenen zerstören würden. Mein Erzeuger hat außerdem gesagt, dass die Resonanzkammer dazu verwendet werden kann, den Kummer zu schwächen, möglicherweise stark genug, um ihn zu töten. Sein Plan als auch der Ersten alle Abgeworfenen. Okay, also würden beide alles töten, das wäre auch nicht so cool. Na gut, dann werde ich hier erstmal einen Schnitt machen, denn ich denke mal, das wird noch länger als 20 Minuten dauern, also an Text. Das hier wird wahrscheinlich allein 20 Minuten wieder dauern, hier dieses Lebensbild durchzugehen. Süßigkeitenspender. Oh. Dieser rechteckige Apparat hat auf der Oberseite den Kopf eines pelzigen, katzenartigen Wesens. Den können wir gerade noch benutzen. Dies ist ein rechteckiges Gerät und an einem Ende befindet sich der Kopf einer fälligen, katzenartigen Kreatur. Es könnte ein Spielzeug sein oder das Gerät wird warm an deiner Hand und die Kreatur öffnet übergroße Augen und schaut dich voller Liebe, aber ehrfürchtig an. Mit Doppelklicks treten die Silhouetten von langen, schlanken Händen mit vier Fingern an beiden Seiten des Geräts hervor. Wer heißt du? Was? Wer heißt du? Wer heißt du? Antwortet die Kreatur und reibt seinen fälligen Kopf gegen deinen Daumen. Es ist entzückend, haucht Eritis. Lass es uns für immer behalten. Gib mir ein paar Monate und ich stricke ihm ein kleines Decklein. Kannst du sprechen? Die Kreatur schnurrt tief im Rachen, was das Gerät in einer Handfläche rumpeln lässt. Den Apparat untersuchen. Du drehst das Gerät auf den Kopf, um dir das Gehäuse anzusehen. Die Kreatur gurrt intensiert, als es den Boden sieht.
Unten, gegenüber vom Kopf, findest du die Gravur einer Sonne mit einem Loch in der Mitte. Dir ist das Symbol gänzlich unbekannt und du weißt auch nicht, ob es eine Herstellermarke oder etwas ganz anderes ist. Kannst du sprechen? Drücke die herausstehenden Hände. Du drückst die Hände an den Seiten des Geräts. Sagt die Kreatur. Seine Augen weiten sich. Eine winzige Wölbung geht in seinem noch winzigeren Hals hoch. Blauf. Es spuckt eine rechteckige Tablette mit einem winzigen Pfutt aus. Himmelblaue Nascherei. Halt 30 Punkte Gesundheit. Erhöht permanent Intellekt um 1. Eine widerwärtige, niedliche, katzenartige Kreatur spie diese rechteckige Tafel aus, als du ihr die Hand drücktest. Sie riecht nach Früchten und fühlt sich doch unorganisch an. Wenn du sie hältst, prickelt deine Haut ein Gefühl, das große geistige Unterstützung verspricht, wenn man sie essen würde. Du nimmst den Gegenstand hoch. Er riecht nach Früchten und lässt deine Haut prickeln. Du schaust zurück auf die Kreatur. Mrrr, sagt sie. Ihre Augen schießen zwischen der Tablette und deinem Mund hin und her. Offensichtlich sollst du sie essen. Drücke noch einmal die herausstehende Hände. Du drückst noch einmal die Hände des Geräts. Murmelt die Kreatur und sieht bang aus. Ganze Fellstücke fallen ihr aus, aber sie macht unbeirrt weiter. Sie spuckt eine zweite Tablette mit einem Pfutt aus, starrt sich großäugig mit blauen, blanken Entsetzen an und stirbt in deinen Händen. Oh. Okay. Das Fell der Kreatur fällt büschelweise aus und ihr Fell runzelt sich und trocknet aus und zerreißt wie altes Papier. Die großen Augen platzen wie Trauben, die zerquetscht werden mit einem letzten seltsamen Befriedigen. Plopp! Allem Anschein nach bekommst du von diesem Gerät keine Tabletten mehr. Alistitch seufzt. Nun, eine wertvolle Lektion für alle Anwesenden, denke ich, ausgenommen der Kreatur vermutlich. Das Gerät auseinandernehmen und auf Wertsachen durchsuchen. Du stöberst an den Seiten des Geräts rum, fährst mit deinen Fingernägeln über die fleischigen Nähte unter den jetzt nutzlosen Händen und ziehst daran so vorsichtig wie möglich. Ohne Warnung bricht das Gerät auseinander und heraus strömt eine rosa Flüssigkeit und winzige Organe. Als du das geronnene Blut durchsuchst, entdeckst du ein winziges, blinkendes Knötchen. Vielleicht hielt das die Kreatur die ganze Zeit am Leben. Lebensunterstützende Knolle. Dieses fleischfarbene Gerät sieht aus wie eine Schnecke, die von einem blinkenden Gerät aufgesaugt wurde. Es bewegt sich in sich krümmenden Stößen und heftet sich fröhlich an jede offenliegende Hautstelle, was auch immer sein Zweck sein mag. Wenn es in deiner Haut haftet, heilt es seinen Nutzer in erheblichem Umfang. Nach einer Weile wird es spröde und löst sich mit einem kreischenden Staub auf. Na gut. Wo sind denn jetzt diese... Bonbon-Dinger? Sehe ich gar nicht. Steinringe. Habe ich auch noch nicht benutzt, glaube ich. Dieses seltsame Objekt besteht aus ein paar schwerer verbundener Ringe aus einem schwarzen, steinartigen Material. Ineinander verbunden wirken sie völlig fest und ungefähr so groß wie eine geballte Faust. Die Ringe sind groß genug, um über ein menschliches Handgelenk zu passen. Die Ringe untersuchen. Bei genauer Betrachtung fällt dir auf, dass es sich nicht um zwei verschiedene Ringe handelt, sondern vielmehr um zwei Repräsentationen desselben Ringes. Wenn du dein Ohr daran hältst, hörst du das leise Summen transdimensionaler Energie. Du denkst, dass sie nützlich sein könnten, auch wenn ihr Nutzen sich dir nicht sofort erschließt. Matkina reißt dir die Ringe ohne zu fragen aus der Hand. Lass mich sehen! Sie untersucht die Ringe und nimmt sie dann auseinander. Das dachte ich mir. Schau her! Sie streift einen Ring über ihr Handgelenk. Du trägst sie so. Wenn du den Armreif drückst, tauschst du den Platz mit der Person, die den anderen Ring trägt. Eine nützliche Sache, aber sie lacht. Gegenstand erhalten, Ringe der Verräter.
Dieser kuriose Gegenstand ist ein paar verbundener Ringe, die aus einem schwarzen, steinartigen Material hergestellt sind. Zusammen sind sie fest und etwa faustgroß, doch sie können getrennt und wieder miteinander verbunden werden, wobei sie jetzt mal wieder perfekte Kreise bilden, was auch immer ihr ursprünglicher Zweck gewesen sein mag. Ähnliche Gegenstände wurden einst gemeinhin verwendet, um gut bewachte Paläste und Tempel zu infiltrieren. Vor allem bei Attentatsversuchen. Ein Attentäter und ein williger Komplize bestachen gewöhnlich einen Diener oder einen Intriganten, Berater und trugen jeweils einen Ring des Paares als leicht getarnte Armbinde. Wenn einer der Träger seinen Ring festdrückte, tauschten die zwei Verschwörer unmittelbar den Standort. Ja, nett gedacht, aber bei dieser taktischen... dadurch, dass die Kämpfe null Taktik beinhalten, ist das ziemlich unnütz. Ich habe mal mit zwei Dieben gearbeitet, die Ringe wie diese benutzt haben. Das Problem war, dass die jüngere der beiden vom Beruf ihres Partners so geblendet war, dass sie ihren Ring zwischen den Jobs nicht abgenommen hat. Und als der ältere mal auf eigene Faust eine Schatzkammer ausgeraubt hat und erwischt wurde, hat er den Ring gedrückt und sich mit einem Sack voll Schinn aus dem Staub gemacht, während seine Partnerin Bekanntschaft mit dem Verschlinger machte. Sie nimmt den Ring ab und wirft ihn dir zu. Viel Glück damit. Deckst die Ringe ein. Die Welt ist randvoll mit solchen Mistkerlen. Mhm. Aber diese Tabletten-Dings da, die Süßigkeiten? Ach, die sind da. Okay. Boah, habe ich jetzt ein bisschen was gesammelt, wa? Ja, Kraft, 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 Kraft. Ich meine, ich kann einfach weiter Intellekt erhöhen, aber es ist auch irgendwo nutzlos. Füllt die Gesundheit des Ziels und des Wirkers komplett auf. Okay, dann ist es nicht ganz so schlecht. Ja, dann drömmeln wir uns die hier mal rein. Much better. Ach, dann nehmen wir Kalistich, kann auch eins haben. Close to harm. Blub, 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 blub. Oh, passt. Ja, gut, dann mache ich erstmal einen Schnitt und dann schauen wir uns beim nächsten Mal den Lebensbildbetrachter an und werden dann aus diesem Portal rausgehen. Oder vielleicht werde ich zuerst aus dem Portal rausgehen. Weil dieses hässliche Geräusch sonst wieder da ist. Oder ich mache hier direkt einen Schnitt und mache direkt weiter, ohne zu laden. Das wäre noch eine andere Option. Ja, genau. Na gut, jedenfalls geht's beim nächsten Mal weiter. Bis denn!